Hallo zusammen und willkommen auf dem Kanal von ATEC. Heute beschäftigen wir uns mit der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen aus dem Straßenverkehr. Bisher wurde angenommen, dass die Erfassung von Kohlendioxidemissionen bei Sattelaufliedern unmöglich ist. Jedes Jahr produzieren Sattelschlepper 339 Millionen Tonnen CO2. Das sind 5% des gesamten CO2-Fußabdrucks der USA. Aber wir müssen diese Lkw weiterhin fahren, da sie ein wesentlicher Teil unserer Lieferkette sind. Das ist ein riesiges Problem und wir haben keine gute Lösung, um diese LKWs zu dekarbonisieren. Aber eine Lösung befindet sich derzeit in der Entwicklung mit dem Ziel, die CO2-Emissionen von positiv auf negativ umzustellen. Es gibt zwei Hauptansätze, um Kohlenstoffemissionen einzufangen. Unternehmen wie Climeworks bauen Anlagen, die CO2 aus der Luft saugen. Dies wird als direkte Luftabscheidung bezeichnet. Eine andere Methode besteht darin, das CO2 an der Quelle einzufangen, noch bevor es in die Luft gelangt. Dies wird als Kohlenstoffabscheidung und Speicherung bezeichnet. Das Unternehmen Remora hat diesen Ansatz gewählt und ihn mobil gemacht, sodass er direkt auf die Fahrzeuge passt. Mobile Sattelauflieger sind einer der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Sektoren in den USA. Da wir uns auf Sattelauflieger verlassen, um fast alle Güter zu transportieren, die wir um uns herum sehen. Und leider sind Sattelauflieger sehr, sehr schwer zu elektrifizieren. Wir haben allen erzählt, dass Elektrofahrzeuge keine Emissionen verursachen. Das ist das ultimative Greenwashing, das wir gerade erleben. Sie müssen sie bauen lassen und recyceln. Wegen der vielen schweren Batterien sinken die Wirkungsgrade drastisch. Derzeit bietet Remora eine Lösung an, die in bestehende Diesel-Lkw eingebaut werden kann. Es ist nicht nötig, jeden der 2 Millionen LKWs, die in den USA unterwegs sind, zu ersetzen. Um zu verstehen, wie es funktioniert, schließt das Gerät an das Auspuffrohr des LKW an und konditioniert die Abgase, indem es das Wasser entfernt und die Abgase kühlt. Dann wird das konditionierte Abgas durch einen Filter gedrückt, der aus Zeolithperlen besteht. Dank ihrer mikroskopisch kleinen Poren werden die Kohlendioxidmoleküle physikalisch eingeklemmt. Sauerstoff, Stickstoff und andere harmlose Gase haben nicht die richtige Größe. Also strömen sie direkt in die Luft und lassen den Kohlenstoff zurück. Wenn der Filter voll mit Kohlenstoff ist, wird er erhitzt und unter Druck gesetzt, wodurch die Zeolithporen die CO2-Moleküle freisetzen. Dieser reine CO2-Strom wird dann in Druckbehältern an Bord des LKWs komprimiert. Was wirklich interessant ist, ist, dass sie die Wärme der Abgase des LKWs nutzen, um das Absorptionsmittelbett zu erhitzen. Das bedeutet, dass das System extrem energieeffizient ist. Durch mehrere Adsorptionsmittelbetten ist es möglich, CO2 in einem Bett abzuscheiden, während sich ein anderes regeneriert. Die größte Herausforderung ist die Tatsache, dass niemand Teile herstellt, um CO2 aus einem fahrenden Fahrzeug abzuscheiden. Daher ist ein Großteil der Ausrüstung nicht für diese Technologie ausgelegt, wie zum Beispiel die Zeolithkugeln. Bis zu einer marktfähigen Version werden noch viele weitere Versuche nötig sein. Ihr tragbares System wäre an fast jedes Fahrzeug anpassbar, vorausgesetzt es verfügt über den nötigen Platz. So würde das Gewicht richtig zwischen den Achsen verteilt werden. Das Gerät beeinträchtigt den Laderaum nicht, aber mit fast 2300 Kilogramm verringert es unweigerlich die Kraftstoffeffizienz. Die größte Herausforderung besteht also darin, dafür zu sorgen, dass das System das Fahrzeug nicht unsicher macht. Die meisten Teilsysteme sind unter dem LKW verschweißt und mit dem Fahrgestell verschraubt und wenn eines davon herausfällt, führt dies zu Problemen. Ein erster Test in Originalgröße wurde bereits erfolgreich durchgeführt. Zur Überwachung des Systems gibt es einen kleinen Bildschirm im Inneren der Fahrerkabine, auf dem der Fortschritt des Prozesses zu sehen ist. Das Gerät fängt 70-80% der Kohlendioxidemissionen des LKW ein, was bei einem einzigen LKW 200 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr entspricht. Ein einzelner LKW mit einer Abschleppvorrichtung kann bis zu 90 Kilogramm CO2 einfangen und speichern. Sobald der Tank voll ist, schaltet sich die Vorrichtung aus und die Abgase strömen normal durch das System, bis der Fahrer anhalten und den Abfall entladen kann. Das Entladen erfolgt, indem der Tank in einem Behälter entleert wird. Es dauert nur etwa 15 Minuten. Und das entspricht einer umgekehrten Betankung. Nachdem der LKW angeschlossen wurde, wird der Abfall in den vor Ort gelagerten Tank gepumpt. Der Markt für CO2 ist in der Tat weltweit riesig. Es handelt sich um einen Markt im Wert von fast 7 Milliarden US-Dollar. Der Markt wächst auch unglaublich schnell und führt zu bestimmten Zeiten zu Engpässen. Es gibt all die neuen Unternehmen, die CO2 für verschiedene Zwecke nutzen, wie zum Beispiel die Herstellung von Waschmitteln.
Die innovativen CO2-Nutzungen bieten nachhaltige Optionen für Verkäufer, die nur einen kleinen Bruchteil des Marktes ausmachen. Eine der größten industriellen Verwendungen von CO2 ist leider umstritten. Die unterstützte Ölgewinnung ist ein Prozess, bei dem unter Druck stehendes CO2 in bestehende Öltanks gepumpt wird. So kann dieser Prozess bis zu 60% mehr Öl aus dem Boden drücken als andere Methoden der Ölgewinnung. Für Öl- und Gasunternehmen bedeutet dies, dass sie mehr Öl und mehr Einnahmen freischaufeln können. Rimora setzt sich jedoch für sauberere Verwendungszwecke von CO2 ein, selbst wenn es dafür unterirdisch gelagert werden muss. Obwohl dies keine ideale Lösung ist, gibt es dennoch die Möglichkeit, über diesen Prozess Gewinne zu erzielen. Und das aus gutem Grund. Die Bundesregierung bietet eine Steuergutschrift an, um die unterirdische Sequestrierung zu fördern. Sie haben bereits alle erforderlichen Genehmigungen des Verkehrsministeriums und der EPA-Rider. Der erste LKW mit dieser Vorrichtung fuhr im September 2022 auf die Straße. Trucking-Unternehmen stehen unter starkem Druck, einen Weg zu finden, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Daher prüfen die LKW-Unternehmen alle Alternativen und Rimora ist in vielen Fällen die beste Lösung. Durch den Einbau in bereits fahrende LKW macht sich das Gerät nicht nur bezahlt, sondern beginnt auch eine neue Einnahmequelle zu erschließen. Es handelt sich also um einen sehr vielversprechenden Fortschritt für die mobile Kohlenstoffabscheidung. Nur in den USA gibt es 2 Millionen Sattelschlepper auf den Straßen, sodass die potenziellen Auswirkungen entsprechend groß sind. Natürlich ist ein solches Gerät nur ein Notbehelf, eine Maßnahme, um Zeit zu gewinnen, bis sich die Technologie weiterentwickelt hat. Es scheint, dass ihre Vorrichtung, wenn sie skaliert wird, einen großen Einfluss auf die Dekarbonisierung der regionalen Frachtverteilung haben könnte. Um eine erfolgreiche Demokratisierung zu erreichen, wird eine der größten Herausforderungen darin bestehen, die Herstellungsvorgänge zu erweitern, um der Nachfrage gerecht zu werden. Aber es wird auch große Anstrengungen erfordern, die Unternehmen des Straßentransports zu überzeugen. Die Zukunft der Kohlenstoffabscheidung ist modular und reproduzierbar. Das bedeutet, dass es wie bei Solarmodulen möglich sein wird, ein System zur Kohlenstoffabscheidung zu bauen. Es kann auf einem Fließband produziert werden, immer und immer wieder. Die erfolgreiche Umstellung auf die Massenproduktion und die Vermarktung ist ein wichtiger Schritt für die Rentabilität des Projekts. So wird die Kohlenstoffabscheidung billig genug sein, um ein wirklich wichtiger Teil der Dekarbonisierungslösung zu sein. Obwohl noch viele Anpassungen vorgenommen werden müssen, um das Projekt maßstabsgetreu umzusetzen, handelt es sich um eine vielversprechende Erfindung zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrssektors. Der Straßenverkehr ist zwar für das Funktionieren unserer Gesellschaft unverzichtbar, aber dennoch ein extrem umweltschädlicher Sektor. Diese Lösung scheint ein Hoffnungsschimmer zu sein, da sie sowohl den Kampf gegen die globale Erwärmung ermöglicht, als auch eine zusätzliche Einkommensquelle darstellt. Dank dieses letzten Punktes wird die Lösung von Rimora die Straßentransportsysteme mit Sicherheit begeistern. Wenn Ihnen unser heutiges Thema gefallen hat, zögern Sie nicht, dieses Video zu liken. Wenn Sie weitere Videos dieser Art genießen möchten, abonnieren Sie den Kanal. Und vor allem hinterlassen Sie uns Vorschläge für unsere nächsten Themen. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um zu den Ersten zu gehören, die unser nächstes Video sehen. Und wir sagen bis bald auf ATEC.